So, also, dann gehen wir am besten zu unserem Lieblingsladen, um die Wolfspelze loszuwerden. Und den Angelpanzer verkaufen wir einfach so auch an denselben Händler. Ich habe jetzt keine Lust, wegen dem einen Panzer extra nach Nashkel zu gehen, Quatsch, nach Birgos zu gehen. Da kauft der Schmied hier die Panzer normalerweise an. Ich sollte doch echt aufhören, die einzusammeln, die wiegen viel zu viel. Waren die Kinder schon vorher da? Hauptmann Brage wird seit ein paar Tagen vermisst. Nee, wird er nicht mehr. Den haben wir schon längst zurückgeholt. Auch wenn das ganz schön lange gedauert hat, den zurückzuholen. So, ich glaube 50 Episoden oder so. Wo sind wir hier gelandet? Wir wollten eigentlich zu unserem Lieblingshändler. Das sieht mir hier wie die Kaserne aus. Ach, Menno, komm schon raus da. Genau. So, da ist unser Lieblingshändler. Oh, was haben wir hier? Hier ruht Scott. Schlaf? Ich brauche verdammt noch keinen Schlaf. Verdammt nochmal keinen Schlaf, ja. Das war wohl Scott hier aus Star Trek. Dave F. Getötet von 13 Kreischlägen, 4 Kobolden, 6 Ogern und 2 Schreckenswölfen. Ne invocis expellere non possis. Rufe nichts hervor, dass du nicht wieder los wirst. Ja, die Grabsteine sind cool. So. Ich bin. Und ganz viele Wolfspelze. Ja, ein Wolfspelz. Ja, ein Wolfspelz. Ja, ein Wolfspelz. Und ja, ein Wolfspelz. Und ja, ein Wolfspelz. Ja, ein Wolfspelz. Wie viele hatten wir davon? Ja, ein Wolfspelz. Und wir können endlich handeln. Schön, danke. Das kann alles weg. Ja, hier. Goldring, Silberring, 20 Goldmünzen, 2 Goldmünzen, das ist alles lachhaft. Den einzigen Schmuck, den wir aufsammeln sollten, sind diese Halsketten der Tränen von Tyrael oder wie die heißen, die 3000 wert sind. Oh, er kauft den Angelpanzer gar nicht. Das ist ärgerlich. Sonst das Chaos behalten nicht mehr. Nee, nee, nee. Ich sollte aufhören, immer alles behalten zu wollen. Nix. Nix. Na gut, da hätten wir auch ins Boot steigen können, die Sachen einfach wegschmeißen. Aber die Pelze haben sich schon gelohnt. Das waren 6 Stück. Das sind mal eben 3000 Goldmünzen. Ich wollte eigentlich mit allen rausgehen, nicht nur mit einem. Und allesamt zurück nach Ulgasbier. Und dann mal gucken, wo das Schiff uns hinbringt. Zu weit entfernt mal wieder. Heiltränke haben wir noch genug. Oh, da fehlt was. Ach, die Hastespruchrolle, ja. Nimm mal die 9. Und du den Trank dahin. So. Und wieder ganz nach oben. Dahin. Dann ruhen wir uns noch einmal aus und dann nehmen wir das Boot. Die Reise dauert einen Tag, 20 Stunden und sie hatten vorher schon nicht geschlafen, die armen Kerle. So, zickzack durch den Bauernstall. Der Halbling ist ja immer noch da. Er hat zu uns gesagt, er will nur seine Sachen loswerden und dann. Was liegt denn da? Er will nur seine Sachen loswerden für die 500 Goldmünzen, dann ist er weg. Ach, das ist der falsche Schlüsselstein. Okay. Das war wohl nur eine Masche von dem Halbling. Das macht er immer wieder wie so ein Schlussverkauf halt. Teppich, Schlussverkauf. Jeden Monat neu. So, ausruhen. Und da rein. Kurz speichern vorher, falls es ein zweiter Turm von Durlak wird. LP, wo sind wir überhaupt? LP 82. Ihr werdet jetzt antreten für mich diese Reise, ja? Ich werde die Reise unternehmen. Ich besorge Boot hier im Hafen von Ulgasbiert. Dort werden wir uns dann treffen.
Na gut. Ich muss mit euch sprechen. Bitte hört mir zu. Ah, da ist er ja. Alles bereit, Freunde. Ich fürs Boot zahle und gebe euch Kopien von Seekarte. Ich habe Boot gekauft. Wasser und Essen für die Reise ist auch da. Es ist alles bereit. Startet ihr jetzt? Lasst uns sofort aufbrechen. Ausgezeichnet, meine Helden. Mögen euch Götter schnelle Reise bescheren. Ich werde warten in Ulgos Spirit auf eure Rückkehr. Gute Reise. Also das kam jetzt ziemlich unerwartet. Zum einen war es viel zu leise, ich habe die Box noch hochgedreht. Dadurch wurde es hoffentlich ein bisschen lauter für euch. Sonst editiere ich das nach. Und dass das Ganze auf Englisch ist. Also die Erzählerstimme jedenfalls. Aber gut, schauen wir mal. Ja, das war wohl mal unser Boot. Und wer bist du? Hallo ihr, ihr riecht sonderbar. Seid ihr hergeschwommen? Hallo Kind, du bist sehr mutig, mit Fremden zu sprechen, die am Strand angespült werden. Was, wenn wir eine Gefahr sind? Quatsch, ihr seid nicht gefährlich. Ja, wir konnten mit einem platten Panzer durchs Meer schwimmen. Wir sind sehr wohl gefährlich. Ihr seid nur strandgut und ganz durchnässt und verletzt. Ihr seid von draußen, aber vielleicht werdet ihr dazugehören, wenn ihr nett seid. Das klingt irgendwie nach einer Sekte. Dann werde ich versuchen, nett zu sein. Wer lebt hier? Du bist hier nicht alleine, oder? Alleine? Natürlich nicht, Dummerchen. Da ist meine Mami, mein Papa und mein Bruder auch. Wir haben auch noch Nachbarn. Das Dorf ist sehr nett. Manchmal ist es langweilig, aber ich mag es. Die See in diesem Gebiet ist tückisch. Wie kommt es, dass du hier lebst? Ich habe keine Schiffe in der Nähe gesehen. Mami sagt, die Ur-Urgroßmutter kam hier auf einem Schiffshaus, einem Schiffshaus wie eurem an. Dann ist irgendwas passiert und sie mussten schwimmen, sonst hätten die Fische sie erwischt. Das Schiffshaus ist hier irgendwo, glaube ich. Wir dürfen da nicht hingehen. Ah, das könnte das Schiff von dem Balduran sein.
Du scheinst nicht besonders erschrocken, mich zu sehen. Wie oft kommen Fremde hierher? Nicht sehr oft. Und sie wollen nicht immer Freunde werden. Das jedenfalls sagt Mama. Aber ich habe noch niemanden gesehen, der nicht dazu gehört. Bis ich euch getroffen habe. Ihr riecht immer noch komisch. Aber ihr jagt mir keinen Schrecken ein. Nicht wie die Bestien. Die Bestien? Wovon sprichst du? Die Bestien sind furchteinflößend. Manchmal sehen sie aus wie wir. Aber dann ändern sie ihre Gestalt und werden gemein. Mami sagt, sie sind nichts als Tiere. Und die anderen Tiere hassen uns nicht so sehr. Aber die anderen Tiere hassen uns nicht so sehr. Vielleicht werdet ihr uns helfen? Wir sollten erstmal rausfinden, was hier los ist. Hm? Vielleicht. Aber ich sollte deine Leute treffen und herausfinden, was hier vor sich geht. Ja, geht ihr zum Dorf und sprecht mit der Freundin von meiner Mama. Mit Kaishas. Sie ist die Anführerin, während unser Anführer weg ist. Keine Ahnung, wo er hin ist, aber er ist nicht da und ihr solltet mit Kaishas sprechen. Ich muss jetzt gehen, aber vielleicht sehen wir uns später. Vielleicht bin ich aber auch zu beschäftigt mit Spielen. Wir werden sehen. Tschüss. Und weg ist sie. Na gut, komische Insel. Und intuitiv in die richtige Richtung gegangen. Ist doch schon mal schön. Wohnt hier Kaishas? Ja, bestimmt zu sechs eine kleine Hütte. Die leer ist. Gut. Raus. Na gut, gehen erstmal drei Leute raus. Und dann gehen die anderen drei Leute raus. So, und jetzt können wir weitergehen. Hm? Aber es ist komisch, dass keiner draußen rumläuft, außer dem Mädchen. Oh, wer bist du? Ihr müsst auch schiffbrüchige Seeleute sein. Bitte geht und sprecht mit Kaishas Gunn. Sehr suspekt das Ganze. Ah, ein größeres Haus. Das könnte doch zu einem Anführer passen. Oh, oder ein Lagerhaus sein. Na gut, da kann sich immerhin mal kurz umsehen. Weil wer weiß, was auf dieser Insel so alles an magischen Sachen zu finden ist. Oh, Fallen suchen sollten wir vorher auch. Also ja, wer weiß, was für magische Artefakte hier rumliegen, was die eingesammelt haben in der Zwischenzeit. Weil das Schiff von Balduran soll ja gut beladen sein mit Artefakten und dergleichen. So, Perlen. Komische Tränke und Heiltränke. So, oh, da ist noch was. Nix. Eine verschlossene leere Kiste. Okay, Regenerationstrank und das ist ein Feuer, oder ne? Ne, Feuerriesenstärke. Na gut. Weiter. Oh, hallo. Ja, wir sollen mit Kaishan sprechen. Das haben wir schon mitbekommen. Wir würden nur gerne wissen, wo Kaishan ist. Hier geht's wohl raus aus dem Dorf. Hm? Vielleicht über die Brücke da. Gucken wir mal hier oben rum. Weil ich denke nicht, dass sie auf so einer extra Insel ist. Ist aber auch ganz schön skurril, so nah am Wasser zu bauen. Ich meine, da muss ja nur einmal eine große Welle kommen, dann ist das Haus weg. Komisch. So, hier oben ist auch nichts. Das ist ein Steg? Ne, ist eine Brücke. Warum sagen die immer, ich rieche anders? Also von den Bestien, die gesprochen wurde, das denke ich mal, sind Werwölfe. Außenstehende, ihr solltet mit der Anführerin sprechen. Ja, wollen wir. Also ja, ich denke mal, die Bestien werden Werwölfe sein, weil sie zuerst Menschen sind und dann anders erscheinen.